wenn Sie also beichten gehen, müssen Sie immer wissen, der, der dort losspricht, ist selber auch ein Sünder, der selber auch der Buße und der Umkehr und der Reue bedarf und auch der Lossprechung bedarf und der selber hoffentlich auch beichten geht. Es gibt von Gott gegeben die 10 Gebote, die wir schon in der Schule lernen. Und der Mensch sondert sich immer wieder von diesen Geboten Gottes ab. Und diese Absonderung, davon kommt das Wort Sünde. Sünde ist ein sich davon absondern, was Gott will und was Gott von uns verlangt. Die 10 Gebote, die im Alten Testament von Mose am Berg Sinai gegeben worden sind, sind die Minimalforderungen Gottes, um unser Leben richtig gestalten zu können. Und wenn diese minimalen Forderungen nicht eingehalten werden, dann sprechen wir von Sünde. Und diese Sünde muss bekannt werden, das heißt zugegeben werden. Ich muss eingestehen, dass ich mich abgesondert habe von Gott. Und dann ist eben eine Versöhnung mit Gott oder eine Wiederverbindung mit Gott möglich. Die Frage ist leicht zu beantworten, da im Unterricht der Hochschule, auch in Heiligenkreuz, die Professoren natürlich immer wieder auf das Bußsakrament eingehen, in der Sakramententheologie, dann in der Liturgiewissenschaft und dann in den praktischen Übungen. Und es gibt auch, besonders in Heiligenkreuz, ein liturgisches Praktikum, das ich jetzt schon seit 1976 unterrichte. Und in diesem Praktikum wird dann konkreter Beichtunterricht geboten und neutral auch die Fälle, die in der Beichte vorkommen, besprochen. Die Studenten können auch Fragen stellen natürlich. Es ist also ein Kolloquium, ein Zwiegespräch zwischen den Studenten und dem Professor. Und dann gibt es auch noch ganz die letzte Prüfung vor der Priesterweihe, ist die sogenannte Beichtjurisdiktionsprüfung, wo noch einmal ganz streng auch nach dem Kirchenrecht der Student über die Beichtpraxis geprüft wird. Der Priester muss wissen und darf wissen und weiß es auch, dass er nicht als Privatperson dort sitzt, sondern dass er immer Stellvertreter Jesu Christi ist. Das heißt, der Priester darf das Wirken Jesu Christi fortsetzen. Es ist eine Fortführung des Heilswerkes Jesu Christi. Und insofern weiß der Priester, dass er den Draht nach oben hat und dass diese Verbindung nach oben immer da ist. Das heißt, dass der Herr seinen Diener nicht verlässt, dass der Herr im Himmel genau weiß, dieser Priester ist mein Werkzeug, mein Instrument, und der Vater im Himmel sorgt, dass dieses Instrument gebrauchsfähig bleibt, und er sorgt auch, dass es nicht zu stark abgenützt wird. Und das Schöne ist, dass wir nach den Beichte hören, alle unsere Probleme und Sorgen, die wir gehört haben und aufnehmen durften, dem Herrn weitergeben dürfen. Er sorgt sich um uns. Wirf deine Sorgen auf den Herrn, er wird dich erlösen, befreien und retten. Und der Priester weiß genau, dass immer der Erlöser, der Retter, der Befreier und der Heilende Christus ist und er eben das Organ, das Werkzeug. Ich sage manchmal auch der Operationshandschuh, mittels dessen der Herr operiert. Das strengste Geheimnis, das es auf Erden gibt, ist diese sogenannte Sigillum, das Beichtsiegel oder das Beichtgeheimnis. Das muss auf alle Fälle gewährt werden und das darf niemand brechen. Es war in der letzten Zeit wieder viel Diskussion und Debatte darüber,
ob nicht auch beim Missbrauch und so weiter zumindest ein Priester etwas sagen müsste, wo das gebeichtet wird. Aber selbstverständlich darf dieses Beichtziel nicht verletzt werden. Es gab da ein schönes Ereignis vor vielen Jahrhunderten. Johannes Nepomuk, der große Beichtpriester in Prag, er sollte das Geheimnis auflüften, was die Königin gebeichtet hat, aber er hat sich auch gegenüber dem König bzw. dem Kaiser verweigert, etwas auszusagen über die Beichte seiner Gattin, und dann hat man ihn in die Moldau gestürzt, weil er eben das Beichtgeheimnis bewahrt hat. Und so wird der heilige Johannes Nepomuk sehr oft dargestellt auf Brücken, noch dazu mit dem Finger auf den Lippen. Er hat das Beichtgeheimnis bewahrt und dafür das Martyrium erlitten. Man hat ihn dann eben von der Moldaubrücke gestürzt und getötet. Aber er hat das Beichtgeheimnis bewahrt. Also es gibt auch Märtyrer dieses Beichtgeheimnisses. So streng ist es. Die Lossprechung kann verweigert werden, denn das steht in der Heiligen Schrift. Jesus Christus hat ja dieses Sakrament eingesetzt. Das Wesen der Sakramente ist, dass sie von Jesus Christus, dem Herrn und Gott, selbst eingesetzt wurden. Und zwar nach der Auferstehung, interessanterweise. Der auferstandene Herr Jesus Christus kommt, haucht die Apostel an und sagt: Empfanget den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden nachlasst, dem sind sie nachgelassen. Und wem ihr die Sünden behaltet, reserviert, dem sind sie behalten. Also sie können beurteilen, ob losgesprochen werden kann oder nicht. Und es gibt Momente, wenn ich deutlich merke, dass kein echter Wille zur Umkehr da ist, kein echter Wille zum Neuwerden, zum sich Bekehren da ist und keine echte Liebesreue da ist. Das Wichtigste bei der Beichte ist nämlich nicht das Bekennen der Sünde, sondern die Reue, die innere Haltung, das demütige, reumütige, zerknirschte Herz. Und wenn ich merke, das ist nicht da, der bereut das nicht, kann ich keine Lossprechung erteilen. Und wenn er auch sagt, der Penitent, der Beichtende, ich will mich nicht ändern, wenn er hartnäckig in der Sünde verharrt. Wenn das Gewissen entlastet ist, entlastet im wahrsten Sinne des Wortes, dann geht er ohne Last weg. Und entlastet bedeutet, dass er innerlich entspannt, frei, befreit sich empfindet. Und das ist sehr deutlich spürbar bei vielen Beichtern, dass sie sagen, jetzt bin ich 100 Kilo leichter oder 10 Jahre jünger. Also es ist wirklich eine Erleichterung. Ich sage immer, die Beichte ist sozusagen der Schönheitssalon der römisch-katholischen Kirche. Wenn eine Frau alle ihre Sünden gebeichtet hat, wirkt sie nachher 10 Jahre jünger und schöner. Also das heißt, sie ist erleichtert. Das ist wirklich spürbar, auch im Lachen, in der Mimik. Nicht? Die Reuetränen sind vorbei, der Schmerz auch. Es gibt ja auch einen Reueschmerz, dass mir etwas richtig innerlich wehtut. Ein seelischer Schmerz, eine Traumatisierung. Nicht? Und wenn die weg ist, diese Traumatisierung, dann ist es schon wirklich eine Erleichterung und dann ist es auch eine glückliche Haltung. Also es ist schon spürbar, wenn eine echte Beichte erfolgt ist. Man kann es auch so humorvoll sagen, wenn Sondermüll, Sperrmüll und Restmüll der Seele entsorgt sind und deponiert sind, dann ist der Mensch eben erleichtert und glücklich. Dann ist es sehr notwendig, dass man auch Heilungsgebete spricht. Das ist ein Kapitel, das in der letzten Zeit wirklich neu geschrieben wurde und wird, auch in vielen Veröffentlichungen, Publikationen der wissenschaftlichen Welt, die Heilung, Sakrament der Heilung. Interessanterweise hat das Zweite Vatikanische Konzil und im Zug davon der Katechismus der katholischen Kirche eine neue Überschrift
Früher hat es geheißen Beichtsakrament oder Sakrament der Buße oder Sakrament der Versöhnung. Und jetzt steht Sakrament der Heilung. Ja? Also das Bußsakrament und die Krankensalbung, diese beiden Sakramente, gelten jetzt als Sakramente der Heilung. Und das sehen Sie schon, den Akzent, der auf dem Sakrament liegt. Es soll, was verwundet ist, geheilt werden. Durch seine Wunden sind wir geheilt, durch die Wunden des Herrn sind wir geheilt. Wir dürfen unsere Verwundungen, auch die seelischen Verletzungen, in die Wunden des Herrn legen und dort heilt es, dort vernarbt es und dort wird es sogar verklärt. Christus nimmt sozusagen die Sünden der Menschheit hinauf zum Vater, wo es dann alles verklärt und verwandelt wird. Ja, das ist verschiedentlich. Es gibt Menschen, die eine hohe Verantwortung haben oder sogar die höchste Verantwortung haben. Und man sagt, dass die dann täglich gebeichtet haben, zum Beispiel von Päpsten. Verständlicherweise, wenn ich eine ganz hohe Verantwortung habe und gewichtige für die ganze Weltkirche über 1 Milliarde Katholiken Entscheidungen treffen muss, dann bin ich also in meinem Gewissen viel geforderter als ein Durchschnittschrist. Und daher gibt es Leute, die haben täglich gebeichtet, ja, Päpste oder Bischöfe. Und dann gibt es wieder die normale Durchschnittsbevölkerung, die gerne am Herz-Jesu-Freitag zum Beispiel beichtet, nicht? Erster Freitag im Monat. Wenn es an dem Tag nicht geht, dann ungefähr so, also monatliche Beichte. Dann gibt es die Leute, die die Quartalsbeichte sehr gern schätzen. Das wäre dann Weihnachten, Ostern, Marie-Himmelfahrt, ja, und dann vielleicht noch zwischendurch einmal, nicht? Also so alle Vierteljahre gerne beichten gehen. Die Kirche sagt wenigstens einmal im Jahr und da am besten in der österlichen Zeit. Das ist das Minimum, das also von der Kirche gefordert wird. Also wenigstens einmal im Jahr sollte man das Bußsakrament empfangen und da, wenn es möglich ist, in der österlichen Zeit, das heißt vom Aschermittwoch bis Ostern. Früher hat man das noch verlängert bis zum Dreifaltigkeitssonntag. Ich komme immer wieder darauf, dass man noch nicht alles gehört hat, denn es ist wirklich überraschend, was es alles gibt. Denn Pater Hermann Riedl, ein wirklich guter Dogmatikprofessor in Heiligenkreuz aus Zwettl, hat immer gesagt, was es gibt. Und so denke ich mir auch oft, was es alles gibt. Das habe ich noch nicht gehört. Und ich kann mich erinnern, wie ich Moraltheologie studiert habe bei Professor Hörmann in Wien. Ein wunderbarer Moraltheologe, hat auch ein Lexikon für die christliche Moral herausgegeben, das sehr lesenswert ist, eben auch lexikal. Und wenn man da so geschaut hat, gewisse Sachen sind, habe ich mir gedacht, das kommt ja gar nicht vor. Also heute kann ich das nicht bestätigen, es kommt alles vor. Und leider Gottes wirklich auch erschütternd. Und daher, glaube ich, muss man schon rechnen damit, so wie der Pater Carles immer wieder sagt, also gehen Sie zum Pater Bernhard, dem graust zwar gar nichts, nicht? Es darf einem sozusagen vor nichts grausen, nicht? Es gibt viel Grausliches und Erschütterndes. Aber das Schöne ist ja, dass wir nicht nur die Schrecklichkeit der Sünde als Priester erfahren, sondern wir erfahren ja auch ganz unmittelbar auch die Herrlichkeit der Gnade und die Herrlichkeit der Barmherzigkeit Gottes. Also gerade dann, wenn die Sünde übergroß ist, ist die Gnade und die Barmherzigkeit noch größer. Und daher ist es immer etwas Schönes, weil ja dann die Herrlichkeit Gottes umso mehr und umso größer aufstrahlt. In Ihrem Beichtstuhl? Ich habe manchmal Bedenken gehabt bei einer Beichte, wenn jemand mit einer großen Tasche hereingekommen ist und ich vermutet habe, dass da irgendwie ein Gerät drinnen ist, das diese Beichte aufnimmt. Oder wenn jemand so ein Handy oder etwas herausgenommen hat und vor sich aufgelegt hat und dann auf einmal Lichtsignale gekommen sind.
Da habe ich schon meine Bedenken gehabt, habe gesagt, können Sie das bitte abstellen und einstecken oder draußen liegen lassen, denn ich möchte nicht, dass eine Beichte aufgenommen wird. Und dann, einmal ist es mir sogar gegangen, oder zweimal, dass die Person dann rot geworden ist und da habe ich mir gedacht, dass er wollte aufnehmen. Es gibt ja auch leider Gottes solche Veröffentlichungen in gewissen Zeitschriften, wo dann jemand von Priester zu Priester geht und dann immer wieder eine gewisse Sache beichtet und dann sozusagen feststellt, was sagt der Priester dazu, was sagt jener Priester dazu. Also leider gibt es solche verbotene Dinge. Der Journalismus ist leider Gottes auch in dieser Richtung heute sehr frech. Dieses Wort Buße könnte man vielleicht jetzt noch besser übersetzen mit Wiedergutmachung. Oder schönes Wort im Lateinischen Reparatio. Dasselbe Wort kennen wir, Reparatur. Ja? Also das Wiedergutmachen, das Reparieren. Man kann das dann auch mit Sühne übersetzen. Denn wenn ich etwas für einen anderen wiedergutmache, ich kann meine Fehler bereuen, beichten, bekennen und dann wieder gut zu machen versuchen. Und dieses Versuchen, wieder gut zu machen, das ist eigentlich dann diese Buße, von der Sie jetzt sprechen. Und eigentlich müsste man sagen, Sie haben diesen oder jenen Menschen schwer verletzt, versuchen Sie es wieder gut zu machen, indem Sie für diesen Menschen jetzt öfters beten. Gehen Sie in der nächsten Zeit oft in eine Kirche und beten Sie für diesen Menschen, den Sie so schwer verletzt haben, zum Beispiel Ihre Kinder, Ihre Frau und Ihren Freund. Ja? Und nicht nur das, sondern vielleicht opfern Sie einmal eine heilige Messe für die betroffenen Personen auf. Beten Sie für sie, opfern Sie eine Messe auf und versuchen Sie durch Werke der Liebe, Werke der Barmherzigkeit es wieder gut zu machen. Ja? Also das ist auch interessant, diese Werke der Liebe und der Barmherzigkeit. Manchmal ist es so in der Fastenzeit, dass ich den Tipp gebe, versuchen Sie einmal das Zungenfasten. Nicht? Also reden Sie weniger, sprechen Sie weniger und wenn Sie reden, dann nur das Gute. Nicht? Das wirkt sehr, weil dieses sogenannte Fleischfasten und so weiter, das ist schon bekannt, aber das Zungenfasten, das der Johannes vom Kreuz fordert, ist nicht so bekannt. Und das hilft auch sehr, um wieder manches gut zu machen. Was durch viel Reden zerstört wurde, kann durch liebendes Schweigen wieder gut gemacht werden. Das wäre dann eben die Buße im wahrsten Sinne des Wortes. Am schönsten ist es natürlich, wenn eine Streitigkeit war oder eine Auseinandersetzung war, dass dann der Pönitent nach seiner Beichte bereit ist, seine Hand wieder auszustrecken und sich mit dem Kontrahenten, mit dem Gegner versöhnt. Die Wiederversöhnung, das wäre die echte Buße, also die Reconciliatio, wie es so schön heißt im Lateinischen, die Wiederversöhnung. Die beste Gewissenserforschung, sage ich immer, ist der 1. Korintherbrief 13. Da steht drinnen, die Liebe bläht sich nicht auf, die Liebe handelt nicht unschicklich, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie erträgt alles, sie erduldet alles, sie hält allem stand. Und wenn ich da statt die Liebe meinen Namen einsetze und dann einfach Bernhard erträgt alles, Bernhard erduldet alles, Bernhard hält allem stand, bläht sich nicht auf, prahlt nicht, ereifert sich nicht, handelt nicht unschicklich. Wenn ich da meinen Namen an einsetze, komme ich darauf, bin ich noch in dieser Liebe oder nicht? Ja? Und das ist sehr gut. Also da komme ich immer drauf, wo stehe ich? Ja? Jesus sagt, er bleibt in meiner Liebe. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Und dieses Bleiben in der Haltung der Liebe kann man da sozusagen abfragen. Ich möchte nicht sagen kontrollieren, aber es ist doch eine gewisse Kontrolle auch. Ja? Aber abfragen, Gewissenserforschung nenne ich das. Ja? Dann erforsche ich mein Gewissen. Dann kann ich natürlich auch die 10 Gebote hernehmen, wie ich schon heute gesagt habe. Und dann natürlich auch
den Gewissensspiegel. Das ist interessant, in Gotteslob gibt es mehrere Gewissensspiegel. Da schaue ich mich in den Spiegel der Gebote und der Minimalforderungen Gottes und der Kirche und schaue, ob ich dem entspreche oder nicht. Ich habe ein Buch geschrieben über mein Leben, das heißt, jemand anderer hat es geschrieben und ich habe Interviews gegeben und auch selber etwas geschrieben. Und da ist es so, dass ich auch von der ersten Beichte spreche. Der Beichtvater lebt noch, er hat jetzt ein Buch herausgegeben, er hat allerdings dann seinen Priesterberuf aufgegeben und ist als Universitätsprofessor eigene Wege gegangen, Adolf Holl. Der Name ist gar nicht so unbekannt. Der war damals unser Katechet in der Volksschule im 10. Bezirk, Wien Favoriten, Keplergasse 11, das war meine Volksschule. Und da war unser Katechet, der war sehr streng, immer mit schwarzem Talar gekommen, mit Birett und hat uns dann auf die erste Beichte ganz genau vorbereitet. Ich weiß auch noch, wie der Beichtstuhl ausgesehen hat. Das war so ein schwarzer, dunkler Beichtstuhl, wo man sich hingekniet hat und ein Gitter war. Und er ist mit Birett dort gesessen, mit Rochett und mit violetter Stola, das linke Ohr zum Gitter hingegeben. Und wir haben dann unsere Sünden aufgeschrieben auf Zettel, mein Bruder auch, kann ich mich erinnern, und haben dann also dann unsere Sünden schön abgesagt, aufgesagt, wie man so sagen. Aber es war wirklich vorbereitet. Er hat dann die Lossprechung auf Latein damals ja noch gegeben, alles lateinisch. Ja. Und am Schluss haben wir gesagt, mein Jesus, Barmherzigkeit. Und er hat auch gesagt, deine Sünden sind dir vergeben, geh hin in Frieden. Das weiß ich, dass er das Deutsch gesagt hat. Und wir waren selig und ich habe dann auf meinen Bruder gewartet und dann haben wir diesen Sündenzettel in ganz kleine, in Wien sagt man Futzeln, also kleine Stückchen zerrissen und haben dann diese Zettel beim Kanalgitter am Keplerplatz hinuntergegeben. Und da haben wir Bedenken gehabt, ob nicht unten die Ratten unsere Sünden lesen werden. Aber dann hat mein Bruder mich beruhigt und gesagt, die können nicht lesen. Aber das war eine Tüte. Das sieht man auch, wie man Angst gehabt hat, dass das ja niemand liest. Das ist doch das Geheimnis bewahrt. Und man war selig, man war glücklich. Und die Oma, Großmutter, hat uns dann ein Eis gekauft. Und sie hat sehr schöne tschechische Sprache gesprochen und hat Smrzlina, hat das Eis geheißen, gefrorenes Smrzlina. Und das war sehr schön, das war der Tichy damals, heute nicht. Und das gibt es bis heute noch, Eissalon. Und das war auch der schönste Nacht der Beichte, gibt es ein gefrorenes, ein Smrzlina beim Tichy. Also eine kleine Belohnung ist, glaube ich, etwas Wichtiges. Nicht? Es soll ja ein Staatsakt, seine Beichte. Und es war gut, weil man hat sich nachher sehr bemüht und meine Mutter hat oft gesagt, na, 2 Wochen nach der Beichte hört es ungefähr wieder auf, dann wird es wieder Zeit. Also man hat gespürt, wie das nachlässt, ne? Das, der Eifer im Guten auch. Ne? Ja. Die Gnade und ihre Wirkung. Ich höre nicht gerne diese Sachen, die über mich geredet werden, aber wenn sie geredet werden und wenn mir das jemand sagt, gebe ich immer folgende Antwort, immer folgende Antwort. Das erste ist, es ist sicher so, dass der Beichtvater, der Beichtpriester, eine besondere Gnade von Gott bekommt für diesen Dienst. Warum? Weil es ja eben zum Weihesakrament dazugehört, ja? Zum Weihsakrament gehört die Konsegrationsgewalt, die Wandlungsgewalt, die Wandlungsworte sprechen, sodass aus Brot und Wein Leib und Blut Christi wird. Aber zum Weihsakrament gehört auch das Bußsakrament dazu, das heißt die Gewalt, Sünden zu vergeben. Es ist eine Podestas, eine Gewalt, die ja nur Gott zusteht. Nur Gott kann Sünden vergeben und eben dann im Namen Gottes oder als Stellvertreter Gottes der Priester. Aber der eigentliche Vergebende ist immer Gott und bleibt Gott. Und nun ist es so, dass Gott am Sünder nicht nur interessiert ist, sondern dass er den Sünder liebt, über alles liebt und so sehr liebt, dass er sein Leben für ihn hingibt. Jesus Christus hat ja bis zum letzten Blutstropfen alles gegeben, sich ausgeblutet für die Sünder. Er ist nicht zu den Gerechten gekommen, sondern zu den Sündern. Und daher ist Gott an jedem Sünder unendlich interessiert,
mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt und versucht, diesen Sünder um jeden Preis zu gewinnen. Und daher gibt er dem Priester alles, was nur möglich ist, um dem Pönitenten, um dem Beichtenden zu helfen. Ja? Gott sorgt also so sehr für den Beichtenden, dass der ja gerettet wird. Suprema lex est salus animarum, letztes Wort im Kirchenrecht, das höchste Gebot oder das höchste Gesetz ist das Heil der Seelen. Alle anderen Gebote der Kirche sind nicht so wichtig als das Heil der Seelen. Also das Heil der Seele des Menschen ist das höchste Anliegen Gottes. Und daher gibt er dem Priester oft besondere Gnaden, dass er etwas erkennt. Und das kann ich schon sagen und zugeben, dass manchmal mir sozusagen eingegeben etwas wird oder eingesagt wird. Ich sage immer einsagen. Manchmal ist es der heilige Pater Pio, der ein sehr guter Beichtvater war, der steht bei mir beim Beichtstuhleingang. Manchmal ist es die Mutter Gottes, manchmal ist es der Schutzengel. Das kann nicht immer genau differenzieren, aber man spürt deutlich, wer da aller hilft. Ja? Schutzengel ist ja auch interessiert, dass sie gut beichten und dass sie gerettet werden. Der will alles tun, damit sie gerettet werden. Und jetzt geben die ein, sagen die dem Priester ein. Ja? Das kann manchmal so sein, dass ich schon am Tag vorher vorbereitet werde, jetzt kommt ganz was Schweres auf mich zu. Zum Beispiel jemand, der viele Abtreibungen durchgeführt hat. Und dass ich dann spüre, da ist etwas in der Richtung und ich frage dann die beichtende Person, haben Sie vielleicht einmal ein Kind verloren? Es kann ja sein, dass eine Frau, die länger verheiratet ist, ein Kind verliert. Und dann kommen auf einmal Tränen und sagen, nicht verloren, sondern ich habe 3 Kinder abgetrieben. Das habe ich noch nie gesagt, weil ich habe immer Angst gehabt, das zu sagen. Und dann endlich ist es weg. Und dann merke ich plötzlich, jetzt ist sie erleichtert. Denn endlich hat ein Priester ihr geholfen, das zu sagen. Und dann sagen die Leute, ich habe Seelenschau. Was heißt Seelenschau? Ich habe empfunden, also eine Empathie, ein Einfühlungsvermögen, dass da etwas Gravierendes ist, was die Person sich nicht sagen traut. Es ist eine gewisse Scham da oder Scheu, eine Sünde zu sagen. Es gibt eine falsche Scham natürlich, falsche Scheu. Ja? Aber die ist da. Und eine Barriere, ein Hindernis, es zu sagen. Man nennt das auch eine Verdrängung. In der Psychologie sagt man Verdrängung, nicht? Und wenn diese Verdrängung gelöst wird, wenn dieser Riegel gelöst wird durch eine zarte Frage, durch eine einfühlsame Frage, dann kommt die Erlösung und die Befreiung und die Rettung. Das ist das Schönste, was es gibt. Deswegen bin ich auch Priester geworden, weil ich doch gemerkt habe, mein Vater ist Arzt, mein Bruder ist Arzt, der Arzt behandelt die Krankheit. Ne? Und der Priester sorgt, dass die Seele von der Sünde, von der Absonderung von Gott befreit wird und mit Gott wieder erneut verbunden wird und gerettet wird. Also die Seelenrettung ist das Entscheidende. Anders ausgedrückt, Menschenfischer sein. Nicht? Ab von nun an sollst du Menschenfischer sein. Es wurde mir auch einmal gesagt, ich war 10 Jahre Pfarrer in Maria-Reisenmarkt, in einer sehr lieben kleinen Landpfarre bei Alland im Wienerwald. Und am Ende meiner 10-jährigen Pfarrertätigkeit, ich wurde dann wieder woanders verwendet, hat der Pfarrgemeinderatsvorsitzende gesagt, was soll ich sagen über den Pater Bernhard in 10 Jahren? Er war ein richtiger Menschenfischer. Das freut mich dann schon, weil dann sehe ich, dass meine Sendung, mein Auftrag, meine Berufung eine Verwirklichung gefunden hat. Also, wenn es möglich ist, stehe ich um 3 Uhr in der Früh auf, bete den Rosenkranz, halte dann eine geistliche Lesung, dann kommen Mitbrüder und machen mir Fußbandagen, das ist notwendig in meinem Alter schon, und dann gehe ich zum Chorgebet um 5.15 Uhr, Vigilien, geistliche Lesungen, Laudes und heilige Messe. Also der Priester braucht schon ein gewisses Potenzial, kann man sagen, an Gebet
und an Gnade von oben. Also wenn Sie von 3 Uhr früh bis 7 Uhr denken, das sind immerhin schon 4 Stunden, und dann kommen schon die ersten Penitenten. Um 6:30 in der Früh kommen schon die ersten von auswärts, die zur Beichte kommen. Manche fahren 6 Stunden. Die fahren Mitternacht weg, damit sie um 6:30 in der Früh zur Beichte dann kommen. Das gibt es schon. Mitbrüder machen es noch schlauer, die kommen dann vor 3 Uhr früh noch. Ja, also zum Schlafen kommt man weniger. Ja. Man muss schon schauen, dass man also früh rechtzeitig ins Bett geht, damit man wenigstens ein paar Stunden Schlaf hat. Nicht? Und was sehr wichtig ist für den Beichtpriester, der also gefordert ist, auch Tage der Entspannung im Sinne von Wüstentage, ja, wo man eben den Rat des heiligen Bernhard von Clairvaux, meines Namenspatrons, erfüllt. Sorge auch für dich selbst oder nimm dir Zeit auch für dich selbst. Denn wenn du nicht manchmal für dich selbst da bist, kannst du nicht für andere da sein. Das stimmt. Man muss also auch sich Zeit für sich selbst gönnen. Gönne dich dir selbst, nur dann kannst du dich auch den anderen gönnen. Das schönste und größte Geschenk am Priestersein ist, dass ich wirklich den Eindruck habe, Gott liebt mich. Und es gibt nichts Schöneres, als sich von Gott geliebt zu wissen. Ich bin von Gott geliebt, ich bin von Gott angenommen, ich bin von Gott gehalten, ich bin von Gott getragen, ich bin bei Gott geborgen und von Gott versorgt für Zeit und Ewigkeit, für immer und ewig. Es hat ein eigenes Seminar mal gegeben am Kaisersaal des Stiftes Heiligen Kreuz mit dem Institut Sigmund Freud und mit Dr. Bonelli. Ja? Wann schickt der Priester jemand zum Psychiater? Das ist immer so, dass ich frage, sind Sie in Behandlung? Wenn ich merke, das spüre ich auch so, da ist eine psychische Krankheit vorhanden. Und meistens sagt dann der Beichtende oder die Beichtende sehr schön, ja, ich bin in Behandlung und habe diese oder jene Diagnose gestellt bekommen. Muss er nicht sagen, aber meistens wird es mir gesagt. Zum Beispiel bipolare Störungen oder eine Psychose oder Schizophrenie. Ja? Und dann weiß ich, diese Person ist auch in Behandlung. Das ist ganz, der Arzt oder der Psychiater oder der Psychologe, der behandelt sozusagen die Krankheit. Ja? Und wir schauen, dass die Seele von der Sünde befreit wird und auch vom Bösen befreit wird. Und da sind wir beim eigenen Kapitel, das man vielleicht noch kurz angeschnitten werden kann, Befreiung vom bösen Feind. Wir dürfen nicht vergessen, dass es den Teufel gibt, dass es die Dämonen gibt, die daran interessiert sind, dass die Seele des Menschen immer mehr von Gott abgesondert wird. Und diese Mächte und Gewalten der Finsternis, die beeinflussen die Seele des Menschen. Und wenn eine Seele schwach ist, also Schwächen hat, zum Beispiel also eine psychische Krankheit vorhanden ist, die auch durch Ärzte oder durch Psychotherapeuten behandelt wird, dann ist natürlich die Gefahr, dass diese Seele auch durch dämonische Kräfte beeinflusst wird, sehr groß. Und da ist sowohl als auch Behandlung notwendig. Nicht? Ärztliche Behandlung und die Behandlung des Priesters. Der Priester kann eben dann die Mächte und Gewalten der Finsternis abtrennen. Der sogenannte Exorzismus, ein Gebet der Kirche zur Befreiung vom Bösen und zum Schutz vor dem Bösen. Das ist das Wesen des Teufels, das uns Angst macht. Und wenn ich merke, es ist etwas da, was mich jetzt beängstigt, dann merke ich, es ist also nichts Harmloses, es ist diese Macht und Gewalt des Bösen da. Nicht? Und der Böse macht sich bemerkbar, indem er uns also einschüchtert und Angst macht. Und deswegen steht 365 Mal in der Heiligen Schrift, fürchte dich nicht, glaube nur. Nicht? Also der Glaube und das Vertrauen auf Gott muss dann größer sein als die Angst. Aber dass man einen
Schreckmoment hat oder mehrere Schreckmomente, ist verständlich. Nicht? Wenn dann auch lautstark oder gebrüllt wird oder etwas sehr Hartes gesagt wird oder sogar wenn jemand also dann bedrängt oder gar besessen ist, dann kommt es sogar vor, dass also übernatürliche Kräfte da sind und der zum Schreien oder zum Poltern anfängt oder zum Gegenstände werfen anfängt, dass man dann natürlich aufschreckt, ist logisch. Nicht? Das kann eine psychische Krankheit sein, das kann eine Anfechtung des Bösen sein und das muss man dann unterscheiden. Meistens ist es beides. Ich möchte sagen, dass ich jeden ermutigen möchte, jede und jeden ermutigen möchte, zur Beichte zu gehen. Und jetzt sage ich noch was Wichtiges. Der, der bei Ihnen sitzt oder vor Ihnen sitzt und die Beichte abnimmt, ist selbst Sünder. Das hat der liebe Gott so eingerichtet. Nicht? Weil wäre der Mensch, der dort sitzt, kein Sünder, dann hätte er kein Verständnis. Ja? Dann hätte er kein Verständnis. Aber weil er selbst sündigt, weil er selbst auch Schwächen hat, weil er selbst weiß, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, ja, hat er ein Verständnis für den Sünder und kann sich gut hineinfühlen und hineindenken. Insofern, wenn Sie also beichten gehen, müssen Sie immer wissen, der, der dort losspricht, ist selber auch ein Sünder, der selber auch der Buße und der Umkehr und der Reue bedarf und auch der Lossprechung bedarf und der selber hoffentlich auch beichten geht. Danke.